Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen, ja, angezockt ist es nicht. Nein, Don Code ist angezockt in 4K mit HDR. Deswegen auch keine Kamera, weil ich kann nur ohne Kamera mit HDR aufnehmen. Und weil viele von euch sich das ja gewünscht haben, habe ich gedacht, machst du das nochmal. Ich werde nachher noch ein längeres angezockt machen. Wobei wir gestern ja schon im Stream angezockt haben, weil viele von euch drauf heiß waren. Ich mache jetzt einfach mal fortfahren, damit wir nicht das Tutorial jetzt hier nochmal machen müssen, dass ich euch da wirklich mal so ein bisschen zeigen kann, auch Grafik und so. Und so meinen ersten Eindruck, ich habe gestern Battle gespielt, 2 Stunden oder so, dass ich euch da so mal den ersten Eindruck mitteilen kann. Ja, wir gehen mal hier ein bisschen ins Licht. Ihr seht, wir sind hier kein Assassin's Creed. Wir können hier wirklich nicht irgendwie die Wände hoch. Wir können nur normal laufen, aber das funktioniert extrem flüssig. Zack. Wir haben Leitern, um aufs Dach zu kommen. Ich will nur mal ein bisschen ins Licht und damit ihr die Grafik so ein bisschen genießen könnt. Die sieht einfach mega geil aus. Das ist unser Charakter. Warte mal, da müssen wir uns ein bisschen mehr so hinstellen, damit wir mehr, ein bisschen mehr Sonne haben. Also wirklich, Grafik übelst geil. Ton bin ich begeistert von. Das ist jetzt unsere Landkarte. Also ist jetzt nicht so groß. Wir kommen hier oben wahrscheinlich dann auch irgendwann noch hin. Und jetzt sind wir hier. Und das, was dunkel ist, habe ich schon bereist. Also da bin ich lang gereist. Und das Goldene sind jetzt Hauptmissionen. Also hier unten weiß ich nicht. Achso, das sind die Informationen, die wir vorhin gekriegt haben. Die hat uns hier gerettet und ja, der helfen wir gerade. Ihr seht hier so ein Windsymbol. Die Karte ist wunderschön aufgeräumt. Es kann nicht... Sorry, aber ich kann es nicht anders sagen. Ab und zu ist hier mal irgendwo ein Fragezeichen von nicht benannten Orten oder von irgendwas, was hier in der Nähe ist, was wir vielleicht mal untersuchen sollten. Hier ist zum Beispiel ein Lager, da waren wir im Lager. Wir haben keine Wegweiser, keine Minimap oder irgendwas, was überflüssig ist. Wir machen einfach, das werde ich euch mal zeigen, markieren uns das, wo wir hinwollen. Ja, ihr seht auch keine Minimap. Das Gesundheitssystem ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, ich bin mal runtergesprungen, habt ihr das gesehen? Ich kann jetzt nach unten drücken und dann geht einer von diesen goldenen Kugeln ein bisschen was weniger weg. Diese goldenen Kugeln sind aber nicht nur Gesundheit. Einfach rufen wir unser Pferd. Die sind auch für Spezialattacken gedacht. Und ihr seht, der Wind leitet uns. Ich drücke jetzt auf dem Touchpad einfach mal nach oben. Also reibt nach oben drüber und ihr seht, wo der Wind lang geht. Los jetzt, Kage. Und da müssen wir hin. Also der Wind... Ja, geht dahin, wo wir müssen, lang müssen. Also wir müssen jetzt hier schräg hoch und dann halt so ein bisschen nach links. So. So, und wenn wir jetzt auf der Landkarte gucken, seht ihr, wir sind genau richtig. Wir haben keine Wegweiser, keine Minimap oder irgendwas, was uns hier angezeigt wird. Der Wind kommt auch nur, wenn wir über Touchpad streichen. Ab und zu seht ihr hier so ein bisschen was. Also ich bleib mal kurz stehen, dass ihr dazu seht. Hier so ein bisschen leichter Wind. Und dass es uns so leicht angezeigt wird. Ja, aber wir können halt, wenn wir jetzt hier rüber reiten, kommt dieses Symbol. Ja, wir können auch hier Flöte spielen. Da kann man auch Lieder bekommen im Laufe des Spiels. Ich habe noch nicht alle Fähigkeiten und alles freigeschaltet, was man hier freischalten kann. Das Tutorial, beziehungsweise der Einstieg ins Spiel ist wirklich... Hier, guckt euch das an. Die Bäume. Also der Einstieg ins Spiel ist wirklich extrem geil gemacht. Das ist jetzt unser... Ich vergleiche es gerne mit Assassin's Creed, muss ich sagen. Also Assassin's Creed in Japan ist sozusagen unser Adlerauge. Damit können wir Gegner sehen und wir sind langsamer, also bewegen uns in der Zeit langsamer, um halt weniger gehört zu werden. Ich drücke aber jetzt mal die Optionstaste. Wie gesagt, Karte haben wir jetzt schon durchgeguckt. Hier ist jetzt noch so ein Fragezeichen, unentdeckter Ort.
Ich habe hier schon Kenshi und hier ist. Ach, hier, genau, hier ist der Fuchs. Ich habe auch schon einen Fuchs verfolgt und habe was bekommen dafür. Hier haben wir einen Fort noch, da waren aber zu viele, da konnte ich noch nicht rein. Und hier haben wir auch nochmal einen unentdeckten Ort. So, Aufzeichnung. Das ist jetzt die Aufzeichnung. Ja. Das haben wir bis jetzt gemacht. Da machen wir gerade weiter. Wir sind bei Mission 3 von 9 für den. Wir haben uns aber das jetzt gerade markiert. Hauptmission. Wir können aber auch, wie gesagt, hier uns das markieren. Weil wir hier am nächsten dran sind. Deswegen hatte ich mir das eigentlich markiert. Ich will es aber hier im Angezockt halt nicht machen. Weil das will ich dann im Livestream weitermachen. Weil da haben wir gestern an und angefangen. Und wir bekommen dann als Belohnung hier Seide und hier, wo war dann da, bekommen wir ein Stirnband. Ja, und so. Dann haben wir hier Ausrüstung. Dann haben wir hier unsere Katana. Das ist halt das Schwert. Und dann haben wir noch das kleine Schwert. Wird ein und dasselbe Symbol angezeigt. Die können wir aber optisch noch anpassen bei bestimmten Händlern. Da kommen wir dann im Laufe des Spiels dazu. Hier haben wir so Talismane, die wir reinmachen können. Ich habe durch den Fuchs einen Talisman freigeschalten, also einen Platz, habe aber noch nicht einen einzigen. Also, wenn ich denn mal welche bekomme, kann ich halt schon drei reinmachen. So, dann haben wir hier Kleidung. Stirnband habe ich schon eins gekauft, und zwar das rote, weil ich hier nur Rambo machen wollte. Das habe ich so gefunden, an so einem Kenshi-Ort war das, glaube ich. Und das war von Anfang an mit bei, weißes Stirnband. So, Maske haben wir noch keine. Ich denke und hoffe, dass das bald kommt. Und hier ist unsere kaputte Rüstung. Wir können uns aber auch Tracht des Reisenden anziehen. Ist, um sie zu reparieren. Ja, wir ziehen einfach das an. Die ist ja sowieso beschädigt. Die wird dann halt noch ganz gemacht irgendwann. So, dann haben wir hier jetzt, das habe ich dazu gekauft mit Fähigkeitspunkten, dass wir ja, so kleine Dinger schmeißen können. Erhalten. Und hier brauchen wir jetzt Raubtierfell und dann könnten wir das jetzt zum Beispiel verbessern. Aber wir haben kein Raubtierfell. Müssen wir dann halt noch jagen gehen. Und einen Bogen haben wir gekriegt gestern noch. Die Pfeile können wir dann auch noch verbessern. Dann brauchen wir. Ah ne, die können wir verbessern. Ne, da fehlt uns auch Raubtierfell. So, dann haben wir hier noch Sattel. Ich weiß nicht, ob wir den dann tauschen können oder verbessern können oder Farbe anpassen können später. Soweit bin ich noch nicht. So, und da oben, ganz oben, kommen wir auch noch gleich dazu. Das ist jetzt das Lied. Das haben wir. Und hier gibt es noch drei andere Lieder, die kommen dann aber erst später. So, also bevor wir hier weitermachen, oben seht ihr dann halt, das mit den Dreiecken sind unsere Fähigkeitspunkte. Ganz rechts sind mit 146 sind die Pakete, die wir unterwegs so geplündert haben, also mit Essen und was weiß ich alles. Und Leder und Holz und ach, alle mögliche. Und Blumen. Sechs haben wir jetzt. Diese Blumen sind für Händler wichtig. Bis jetzt nur für Händler. Also ich weiß nicht, ob sie später nochmal irgendwo anders wichtig wären. Bis jetzt sind halt nur für Händler. Und da kann man sich dann Stirnband, eine Farbe für ein Kimono holen. Oder für das Outfit, ein neues Outfit. Oder anderes Outfit für die Schwerter und. So, hier habe ich schon geholt. Samurai. Habe ich einen Fähigkeitspunkt. Technik erhalten. Ja, und da kommt halt noch ganz viel dazu. Auch hier erkunde. Folge dem Wind. Okay, das muss ich als nächstes holen hier. Und hier Gesundheit und sowas alles. Ich werde jetzt, bevor ich auf Techniken mache, weil mit den Techniken komme ich jetzt eigentlich ganz gut voran, werde ich erstmal hier alles, das was ein Fähigkeitspunkt kostet, mir alles ergattern. Oh, ein Feuerschwert. Okay. Und dann haben wir noch Kampf. Das wird, habe ich jetzt. Das ist bald frei mit Freischalten. Das habe ich jetzt freigeschalten. Das kostet auch alles Technikpunkte. Ja, und das kommt dann alles nach und nach, verschiedene Kampfhaltungen und so.
Kommt halt von auf die Story an. Und dann Ghost habe ich hier zwei Sachen freigeschalten. Also die waren schon von Anfang an freigeschalten. Weil die habe ich hier nach und nach erlernt. Ich will nicht zu viel spoilern. Und die anderen kann ich dann hier mit Fähigkeitspunkte freischalten. So, Sammlung, da haben wir dann halt hier eins von 59 Objekten. Das sind die Sachen, die wir finden. Das sind Hakus, also das sind Orte auf der Landkarte, wo wir ja, Haku schreiben, ein Gedicht schreiben, auf Deutsch. Ja, was zur Entspannung hilft. Und da finden wir dann halt immer ein Band oder in der Nähe, also halt irgendwie ein Stirnband oder was weiß ich, bis jetzt. Ich habe einen Haku-Ort schon gefunden, warum der nicht angezeigt wird. Vielleicht, weil es der Tutorial-Haku-Ort ist, ich weiß es nicht. Und einmal habe ich ja hier den Fuchs schon geholt. Und hier gibt es aber halt noch viele andere Orte. So, dann haben wir hier noch Schriftrollen. Dann haben wir die Sachen, die wir mit bei haben. Könnt ihr halt alles angucken, wie viel Leder und hier zum Beispiel das haben wir nicht. Da kommt alles noch Eisen und so, denke ich mal. Und Objekte haben wir hier Gameplay. Objekte, Optionen, Ton. Da habe ich einen kleinen Kritikpunkt, muss ich sagen. Wenn ich das Controller-Audio ausmache, weil über den Controller hörst du den Wind. Also der gibt dann nochmal so ein schönes Geräusch. Ich mache das mal kurzzeitig an für euch. So, wartet mal. Jetzt muss ich. Hört ihr das? So, und wenn ich. Ich hoffe, ihr habt das richtig gehört, so mit so ein bisschen Wispern und sowas alles. Und wenn ich das jetzt hier ausmache und wieder rüberreiche, ich finde, weil ich ja mit Kopfhörern spiele, hätte man den Wind im Spiel jetzt über das normale Audio ein bisschen mehr betonen müssen. Das geht mir ein bisschen unter, aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. So, Anzeige, hier haben wir dann noch HDR, habe ich ein. Ich nehme auch gerade mit HDR logischerweise auf. Ich spiele es auch abends mit HDR und streame es in 1080p. Helligkeit habe ich so gelassen. Benutzerdefinierte Helligkeit könnten wir jetzt hier halt extrem hell machen, aber brauche ich nicht. Das ist eigentlich ganz gut so. Der Kontrast und Schatten ist alle toll. Hohe Auflösung, bessere Bildwiederholrate. Das ist halt nur auf der PS4 Pro-Konsole möglich. Ich will eine hohe Auflösung. Wir können ja mal ein Bild und gucken, ob wir einen Unterschied sehen. Das ist jetzt hier dann so schwarz-weiß. Wir können auch dann halt noch andere Sachen. Ja, Masken in Filmsequenzen habe ich ausgelassen, weil ich da die Gesichter sehen will. Aber später werde ich es dann halt mal anmachen, wenn wir Masken haben. So, also hier sind die. Und dann haben wir. Barrierefreiheit habe ich natürlich alles aus. Speichern. So, speichern können wir jetzt jederzeit. So. Und zurück zum Titelbildschirm, dann wollen wir zurück zum Titelbildschirm kommen. Aber wir wollen jetzt erstmal. Also ihr habt doch am Anfang, wenn ihr jetzt startet, habt ihr auch mehr Möglichkeiten. Wie erkläre ich euch das? Also bei den Bildern halt. Also bei der Optik, ihr könnt halt auch so einen Schwarz-Weiß-Modus nutzen und sowas alles. Also da ist einiges geboten. Aber da geht halt teilweise die Übersicht ein bisschen flöten. Ist meine Meinung. Oh, hier ist nichts, okay. War hier nicht schon? Ist das nicht der Tova, den. Ach ja, okay. Da ist er. Wo war denn das? Muss man gerade gucken. Ah, hier hinten war es irgendwo. So.
Oh. Ach, da unten. Ja. Hey. Da können wir absteigen. Ne, hier war nicht. Wartet. Hier irgendwo. Hier links oben irgendwo. War halt für Haikus was. Bin ich der Meinung. Oder? Ne, wurde uns nur gesagt, dass es für Haikus. Ah ne, das war ein Stück weiter unten. Da hat er uns gesagt, wir finden hier irgendwo Möglichkeiten für Haikus. Das ist Dojo. Gut. So. Das ist nur so ein japanischer Steingarten, okay. Ich will den jetzt hoch nicht anreden, weil ich dann, ja, das Weg im Stream machen. Aber ich zeige euch nochmal mit dem Klettern, weil da haben auch viele gefragt. So. Und ihr müsst wirklich aufpassen, einen falschen Schritt und ihr seid hoch. Ich bin beim ersten Mal, wo ich sie gespielt habe, bin ich irgendwie voll im Assassin's Creed Modus gewesen. Und bin da runtergesprungen, weil ich ja diese Superrüstung bei Assassin's Creed habe. Dass ich halt nicht gekillt, dass ich halt bei dass mir Sprünge halt nicht anmachen, andarmen können, Mensch. Und dass ich hier Berge runterspringen kann und was weiß ich, aber halt nicht bei diesem Spiel. Oh, ein goldener Vogel. Der zeigt uns auch irgendwas Besonderes. Also das machen wir noch schnell mit. Hoppala. Oh nein, 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 nein. Ja. Oh, Scheiße. Ja, da sterbe ich, habt ihr gesehen. Aber wir wollen hier, da ist der goldene Vogel, seht ihr den? Irgendwas ist hier noch. Da ist doch eine Vogel. Den folgen wir einfach mal. Mein Herr, ist das die Klinge des Sakai-Clans? Ah, okay. Jetzt haben wir auch so weit mal mit zum Durchtrennen. Jeder kennt dieses Schwert. Seine Schärfe und Schönheit werden gerühmt. Doch ich glaubte nie, es einmal selbst zu sehen. Ich habe lange nicht mehr an einem Bambusstamm trainiert. Ich wäre geehrt, eure Klinge im Einsatz zu sehen. Ich wundere mit dem schwarzen Balken, das ist extra so gemacht in den Videosequenzen. So. Noch drücken. Ach, ich war zu langsam. Shit. Wir haben zu viel gedrückt. Jetzt aber. Ach du heilige Scheiße.
Ich mach nicht falsch. Ach, bin zu langsam. Nicht schnell genug. Jetzt aber. So, und jetzt seht ihr auch, dass ich halt dadurch jetzt so eine goldene Kugel mehr kriege. Dass ich jetzt 4 Kugeln habe. Eine hervorragende Klinge, dieser Sakai-Stahl. In der Hand eines noch hervorragenderen Kämpfers. Doch Bambustraining wird euch noch stärker machen. Ich brauche meine Kraft für das, was kommt. Auf der ganzen Insel gibt es Bambusstände. Dort könnt ihr euer Geschick verbessern. Lebt wohl, mein Herr. Finde ich jetzt auch ein bisschen hart. So, was kann man hier nochmal kurz? Ah, hier noch eine Blume. Auch von den Wehen vom Mantel, also vom Käf. Ja, da ist meine Frau, die kann auch mal anquatschen. Mein Herr, ihr müsst erschöpft sein vom Kampf. Ja. Komm, badet im heilenden Wasser dieser heißen Quellen. Tankt neue Kraft für das, was noch vor euch liegt. Ah, das hat mein Kollege auch schon erzählt. Und im Video haben sie dir auch gezeigt, dass es da heiße Quellen gibt. Wie ihr seht, ich habe noch nicht alles freigeschalten. Es kommt ein dann halt. Bad in den heißen Quellen erfrischt die Lebensgeister. Und bei regelmäßiger Anwendung schenkt das Wasser euch ein langes, glückliches Leben. Okay. So. Er hat stets eine neue Geschichte auf Lager. Hier hinein. Das Wasser ist warm und wohltuend. Ja, dann haben wir auch mal heiße Quelle entdeckt. Ich dachte, sie hätten Fürst Shimura getötet. Nach allem, was er für mich getan hat. Was er mich gelehrt hat. Ich darf meinen Onkel nicht verlieren. Und werde es nicht. Oh, die maximale Gesundheit ist erhöht. Verbesserung. Ihr werdet über unsere Feinde triumphieren. Ich kann es mit der ganzen Mongolenarmee aufnehmen. Danke. Aber gerne doch. Heiße Quellen gibt es auf der ganzen Insel. Macht davon Gebrauch. Nehmt euch Zeit zur Heilung und Besinnung. Machen wir. Das hält euren Körper und Geist kampfbereit, mein Herr. Also das ganze Spiel ist... Also so im Assassin's Creed-Style, würde ich mal so sagen. Also hier ist noch ein Händler, dann kann ich euch das gleich nochmal zeigen. So, hier ist ein Händler. Mein Herr. So, ein Bogen. Und den können wir jetzt für Bogen hier. Eine Bogenfarbe holen. Die Ladezeit ist immer noch ein bisschen doof. Gehört euch, wenn ihr mir mehr bringt. Hier haben wir dann halt verschiedene Farben für unsere verschiedenen Klamotten. Die haben wir jetzt noch nicht freigeschalten, die Klamotten. Die kommen jetzt erst noch. Hüte. Die habe ich gekauft. Ich glaube sogar bei dem hier. Schwertkits. Und hier sind dann halt die verschiedenen Kits der verschiedenen Schwerter. Also eigentlich der gleiche. Wir bleiben bei unserem Schwert, was wir haben. Wir verbessern unser Schwert nur.
Und ihr seht das dann außenrum, dass das dann halt silbern, schwarz oder was weiß ich wird, mit Wabenmuster oder sonst irgendwas dergleichen. Also ist schon cool gemacht. Danke für alles. Ich gehe mal jetzt hier an eine schöne Stelle, damit wir ein bisschen Aussicht haben. So. So, haben wir so ein bisschen Aussicht. Ja. Ihr hört meine Tochter so gerade vom Mittagsschlaf gekommen. So, also würde ich jetzt erstmal so mein erstes Fazit zum Spiel abgeben, nachdem ich es jetzt über 2 Stunden gestern gespielt habe, mit heute zusammen, bin ich irgendwie bei 3 Stunden oder irgendwas in dem Dreh, ich war, oder 3,5 Stunden, 4 Stunden, ich weiß es nicht genau. Das ganze Spiel ist, müsst ihr euch vorstellen, so eine Kombination aus Assassin's Creed und Red Dead Redemption im Japano-Style. Es entschleunigt viel. Die Landkarte wirkt unheimlich aufgeräumt, das habe ich euch ja vorhin schon gezeigt. Die Story ist extrem gelungen. So Parkour ist mit bei und so Schleichen und so im Assassin's Creed-Style. Also es ist eine gute Mischung. Die Story finde ich mega klasse. Der Einstieg alleine ins Spiel war schon episch. Richtig geil gemacht. Bis jetzt habe ich auch nur Charaktere kennengelernt, wenn man sie tiefer kennengelernt hat, die wohl jetzt einen tieferen Sinn haben. Also nicht nur, man lernt halt ihn kennen und der sagt, hier, mach das mal und ich sage, okay, dann mache ich für den irgendeine Mission und dann hau ich ab oder so. Und das war dann. Nee, also bis jetzt hat das alles so schon einen tieferen Sinn. Auch diese zwischenmenschliche, wenn man jemanden kennenlernt und so, das wirkt alles sehr, sehr natürlich, sehr stimmig, würde ich jetzt mal so sagen. Und es ist natürlich eine absolute Grafikbombe, das brauchen wir jetzt nicht diskutieren, würde ich sagen. Also ich bin mega zufrieden. Also ich war ja echt auch im Hype, wo das Spiel angekündigt war und habe da sehnsüchtig drauf gewartet. Es ist einfach nur der Hammer. Ich kann es nicht anders sagen, es tut mir leid, aber es ist wirklich, bis jetzt macht es megamäßig Spaß. Das mit den Bambusständen finde ich jetzt teilweise ein bisschen schwer, aber das ist auch nur, weil ich halt nicht so der Button-Masher bin und dann tack, 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 tack und dann schnelle Reihenfolge. Das ist jetzt nicht eher so meins. Ich bin eher so reingehen, niedermetzeln oder schleichen, niedermetzeln, fertig ist. Aber mal gucken, wie weit wir damit noch im Spiel kommen. Teilweise sind die Gegner echt jetzt schon, obwohl ich vielleicht mache, schwer. Ja, man muss halt Konter machen und so oder halt wirklich die Deckung kaputt machen, damit man töten kann. Es ist auch verdammt blutig, will ich gar nicht abstreiten. So, aber dann würde ich jetzt hier erstmal Schluss machen. Wir haben jetzt hier fast eine halbe Stunde gespielt. Ich habe euch fast eine halbe Stunde ersten Eindruck hier so gegeben. Ich werde auch noch mal länger machen, auch richtig mit einer Mission oder irgendwas dergleichen. Das kommt auch noch demnächst. Es ist jetzt nur die Zeit nicht dafür da. Aber ich wollte unbedingt das 4K HDR-Video zuerst für euch machen. Deswegen ist halt, wie gesagt, auch keine Kamera. Weil viele danach gefragt haben, ob ich das in 4K HDR aufnehmen kann, kurzzeitig und hochladen kann. Das wird bei YouTube wieder ewig dauern, bis das in 4K und HDR zur Verfügung steht. Weil ich hier auch mit extrem hoher Bitrate aufnehme. Ich bin jetzt alleine bei diesem, also laut meinem Dings werde ich hier garantiert jetzt bei einer halben Stunde bei 150 GB liegen oder so. Nur für die 30 Minuten, was wir jetzt aufgenommen haben. Also dauert eine Weile, bis es oben ist. So, nichtsdestotrotz bin ich dann erstmal weg. Ich hoffe, hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wie gesagt, da kommen noch mehr Videos. Ich werde auch die von Twitch hier rüber schicken. Heute Abend auf Twitch, also die nächste Zeit auf Twitch, wird dann auf jeden Fall Let's Play. Jetzt seht ihr auch mal den Sonnenaufgang. Moment, dann kommen wir mal hier rüber. Guckt euch die Wolken und die... Guckt euch das an. Das müssen wir noch schnell einfangen. Also die ganze wirkt extrem stimmig. Richtig cool gemacht. So, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich wünsche euch was. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Video oder Livestream oder was weiß ich. Guckt doch mal auf Twitch vorbei. Odin_Ase. Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.